Ich grüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie heute wieder bei unserem Live-Termin Nicole Hofmeister Kraut ganz persönlich dabei sind. Ich freue mich, dass ich heute als Gast unseren CDU-Landesvorsitzenden, unseren stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg, Thomas Strobel, begrüßen und herzlich willkommen heißen kann. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du dir so kurz vor dem Wahlsonntag die Zeit genommen hast, um mit mir und unseren Gästen über die wichtigsten Themen und Herausforderungen der inneren Sicherheit und der Digitalisierung unseres Landes zu sprechen. Der Zeitpunkt könnte besser nicht sein, es ist viel in Bewegung. Vor 2 Tagen hatte ich noch das Vergnügen, mich mit deinem Schwiegervater, unserem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, auszutauschen. Die Erfahrung, der Intellekt, das Wissen von Wolfgang Schäuble war ein Erlebnis der besonderen Art. Zu Beginn einige Worte zu unserem Landesvorsitzenden. Von 1998 bis 2016 gehörte Thomas Strobel dem Deutschen Bundestag an. 7 Jahre lang war er Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Seit 2011 ist er Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg und gleichzeitig einer der 5 stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Deutschlands. Seit 2016 ist er mit mir in der Landesregierung als stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration. Das sind 3 wichtige Bereiche, die für die Menschen und die Entwicklung unseres Landes eine besondere Bedeutung haben. Lieber Thomas, du hast in Baden-Württemberg die Polizei reformiert, um sie bürgernah, effektiv und leistungsstark zu machen, indem mehr Polizistinnen und Polizisten auf die Straße kommen und durch einen besseren räumlichen Zuschnitt. Thomas Strobel ist bekannt für seine pointierten Äußerungen, die häufig Politiker anderer Parteien provozieren. Und das ist gut so. Schon Winston Churchill gab uns mit auf den Weg, dass wenn 2 Menschen immer einer Ansicht sind, dann ist einer überflüssig. Lieber Thomas, um mit dir in die Diskussion eintreten zu können, bitte ich dich um einen Impulsvortrag zu den aus deiner Sicht wichtigsten Anliegen und Themen für unser Land. Bitte, lieber Thomas Strobel, du hast das Wort. Vielen Dank, liebe Frau Kollegin Dr. Hofmeister Kraut, liebe Nicole und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicole Hofmeister Kraut hat es richtig gesagt. In 3 Tagen geht es um sehr, sehr viel. Es wird ein neuer Landtag gewählt, der im Übrigen bis zum Jahr 2026 dann die Geschicke unseres Landes leiten wird. Und allein die Zahl bis 2026 zeigt, dass das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung ist. Bis über die Mitte der 20er Jahre hinaus wird der künftige Landtag und wird die künftige Landesregierung die Geschicke unseres Landes gestalten. Jetzt weiß ich, niemand wird aus Dankbarkeit gewählt. Aber die Menschen haben auch so ein ganz gutes Gefühl, bei wem bestimmte Dinge besser aufgehoben sind und wo vielleicht nicht so gut. Und beim Thema innere Sicherheit, Nicole Hofmeister Kraut hat das angesprochen, finde ich, haben wir echt geliefert. Wer möchte, dass mehr Polizei auf der Straße ist, ja, der muss mehr junge Polizistinnen und Polizisten einstellen und ausbilden. Und da haben wir richtig geliefert. 9.000 junge Polizistinnen und Polizisten haben wir in dieser Legislaturperiode in den Landesdienst, in den Polizeidienst genommen. 9.000. Im Übrigen, das wird Nicole Hofmeister Kraut besonders freuen, würde ich mal, 42% unserer jungen Polizistinnen und Polizisten sind Anwärterinnen, weiblich. Das tut der Polizei richtig gut. Da sind wir noch nicht am Ziel, aber wenn man weiß, woher die Organisation kommt, sind 42% weiblicher Anteil schon mal ganz gut. Wir bilden unsere Polizistinnen und Polizisten sehr gut aus. 3 bis 4 Jahre dauert die Ausbildung, da machen wir auch keinerlei Abstriche. Und 1 Jahr dauert das Auswahlverfahren, weil nicht jede und nicht jeder kann Polizistin oder Polizist werden. 3, 4 Jahre Ausbildung, 1 Jahr Auswahlverfahren. Damit ist klar, selbst wenn man zu Beginn einer Wahlperiode schon richtig das Gaspedal durchdrückt,
dauert es eben 4-5 Jahre, bis die ersten fertig ausgebildeten Polizisten sozusagen auf die Straße kommen. Es ist Rühlkes Rechenfehler. Das haben manche noch nicht so ganz begriffen, deswegen erkläre ich es immer und immer wieder. Und gerade in diesen Wochen ist es eine vierstellige Anzahl von bestens ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten, hoch motiviert, die unsere Reviere, Posten in der Fläche verstärken. Und es werden immer mehr werden in den nächsten Jahren, bis Mitte in die 20er Jahre hinein. Und das wird man auch sehen, weil es wird am Ende eine vierstellige Anzahl mehr an Polizistinnen und Polizisten sein, als es 2016 gewesen war. Und niemand wird aus Dankbarkeit gewählt. Wichtig ist, dass das so weitergeht. Ja. Dass wir jetzt nicht zurückfallen zu einem Schweinezyklus bei der Einstellungspolitik bei der Polizei. Die Vorgängerregierung hatte einen Einstellungskorridor von 700, 800 pro Jahr. Wir haben das gesteigert auf knapp 1800 in den Spitzenjahren. So viel muss es in den nächsten Jahren nicht unbedingt sein. Aber so bei 1400 pro Jahr, das wäre gut für eine dauerhaft schöne Personalentwicklung bei der baden-württembergischen Landespolizei und schön, dass das so im Wahlprogramm der CDU auch steht. Wir haben in der Koalition vereinbart, das Polizeigesetz zu ändern. Wir haben es dreimal geändert. Wir haben beispielsweise, und das ist wichtig, weil unsere Polizistinnen und Polizisten auch gut ausgerüstet sein sollen, die Bodycam eingeführt. Diese kleine Kamera flächendeckend im ganzen Land. Es werden über 2000 solcher Kameras dann sein und Sie werden schon heute keine Streife mehr sehen ohne Bodycam. Die Bodycam mindert Gewalt, wirkt gewaltdeeskalierend und sie ist natürlich ein wichtiges Beweismittel. Und schön, dass vor wenigen Wochen wir nochmal das Polizeigesetz geändert haben und die Bodycam darf jetzt auch in geschlossenen Räumen verwendet werden. Das war zunächst nicht der Fall, weil der Koalitionspartner damit große Schwierigkeiten hatte. Wir haben dann ja nicht nur tagelang, wochenlang, monatelang, sondern jahrelang liebevoll verhandelt. Schön, dass die Grünen am Ende mitgemacht haben. Das ist ja auch ganz klar, das Verbrechen findet ja nicht nur unter freiem Himmel statt, sondern selbstverständlich auch in geschlossenen Räumen, Stichwort häusliche Gewalt und anderes mehr. Und ich will mich bei Nicole Hofmeister-Kraut sehr, sehr herzlich dafür bedanken, dass sie sowohl, was den großen Aufwuchs beim Personal unserer Polizei, als auch was die Ausrüstung der Polizistinnen und Polizisten angeht, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, als auch was ein hochmodernes Polizeigesetz angeht, sie mich stets ganz tatkräftig unterstützt hat. Und deswegen glaube ich, haben wir ganz gut geliefert. Aber wir haben nicht nur unsere Polizei gestärkt, sondern das hat sich auch ausgewirkt auf die Sicherheitslage in unserem Land. Wir haben die Kriminalität deutlich zurückgedrängt. Die Kriminalitätsbelastung für die Bürgerinnen und Bürger war über 30 Jahre nicht so gering, wie sie im vergangenen Jahr gewesen ist. Die Aufklärungsquote der Straftaten ist mit 64% so hoch, wie sie Anfang der 60er Jahre zum letzten Mal gewesen ist. Den Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nicole Hofmeister-Kraut wird sich vielleicht erinnern an den letzten Landtagswahlkampf. Da war das jeden Abend in jeder Versammlung ein Thema gewesen, weil wir so viele Wohnungseinbrüche hatten. Die Menschen waren verletzt dadurch, auch durch diesen Eingriff in die Intimsphäre, wenn das Schlafzimmer durchwühlt worden ist. Die Wohnungseinbrüche haben wir durch eine gezielte und erfolgreiche polizeiliche Arbeit um 2/3 zurückgeführt. Und dann haben wir gesagt, wir haben nicht nur den Ehrgeiz, dass Baden-Württemberg eines der sichersten Länder der Republik, ja im Grunde genommen in ganz Europa ist, sondern wir haben gesagt, wir wollen auch, dass die Menschen sich sicher fühlen.
Weil nur wenn sie sich sicher fühlen, fühlen sie sich auch wohl. Und deswegen sind wir ganz gezielt gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgegangen. Aggressionsdelikte, Sexualdelikte oder aber auch BTM-Kriminalität, also Rauschgiftkriminalität, die noch einmal um 10% zurückgedrängt werden konnte. Also eine historisch niedrige Kriminalitätsbelastung in der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik und eine erfreulich hohe Aufklärungsquote, wie wir sie seit 60 Jahren nicht hatten. Ein absoluter Spitzenwert. Es zeigt, dass unsere Polizei hoch motiviert eine erstklassige Arbeit macht, wir aber auch strategisch die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben und das war ja Gegenstand auch kritischer Berichterstattung, weil einer von 10 Baden-Württemberger fühlt sich nicht sicher. Aber umgekehrt wird auch ein Schuh draus. 9 von 10 Baden-Württembergern sagen, sie fühlen sich in ihrer Heimat sicher. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Wert. Im letzten Jahr hatte das auch was mit Corona zu tun. Bestimmten Phänomen ist die Kriminalität natürlich Corona-bedingt zurückgegangen. Denken Sie an den Taschendiebstahl. Wenn du 1,50 Meter Abstand halten musst, ist der Taschendiebstahl schwierig. Auch beim Wohnungseinbruchsdiebstahl hat Corona sicher eine Rolle gespielt. Freilich haben wir den Wohnungseinbruchsdiebstahl bereits 2016 zurückführen können, 2017, 2018 noch einmal, 2019 noch einmal. Da gab es noch kein Corona. Und trotzdem haben wir die Kriminalität auch beim Wohnungseinbruchsdiebstahl Jahr für Jahr signifikant zurückdrängen können. Und das ist wichtig, dass wir auch in der nächsten Legislaturperiode dafür sorgen, dass Baden-Württemberg ein sicheres Land bleibt. Dafür steht die CDU. Und das ist im Übrigen auch ein Standortfaktor, auch für eine gute wirtschaftliche Entwicklung, weil in einem unsicheren Land leben Menschen nicht gern und siedeln sich auch Unternehmen nicht an. Das gilt im Übrigen auch für die virtuelle Welt. Und wir sind ja inzwischen alle Digitalisierungsspezialisten geworden, heute Abend auch. Noch schöner, Nicole, wäre es natürlich, wenn wir zusammenhocken könnten. Aber wir nutzen jetzt diese Möglichkeiten. Und klar ist, je mehr wir digitalisieren, umso angreifbarer werden wir auch im Netz. Und deswegen habe ich schon vor Jahren gesagt, Cybercrime, ja, Cyberspionage, Cybersabotage, das werden die entscheidenden Herausforderungen sicherheitspolitisch in den 20er Jahren werden. Und ganz besonders auch für Baden-Württemberg. Wir haben etwas zu verlieren. Wir sind das Land der Weltmarktführer. Das heißt, wir haben Unternehmen, die ein Produkt herstellen, das keiner auf der ganzen Welt so gut herstellen kann. Dieses Know-how geht es. Und wir sind ein wohlhabendes Land. Bei uns gibt es auch was zu holen. Und das macht es natürlich für Kriminelle attraktiv, etwa Erpressungen und anderes mehr im Cyberraum durchzuführen. Da sind wir gut aufgestellt in unserem Landeskriminalamt, in unserem Polizeipräsidium, in der Fläche. Auch durch die Cyberwehr, die wir eingerichtet haben, speziell für mittelständische Unternehmen, die sich an die Cyberwehr wenden können, wenn sie eine Cyberattack zu gegenwärtigen haben. Und wir stellen uns gerade für die 20er Jahre noch einmal neu auf. Ich habe gesagt, wir bauen die Sicherheitsarchitektur neu. Wir schauen mal unter jeden Stein, was können wir noch besser machen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Mitte Januar wir eine Gesetzesänderung gemacht haben mit der Zustimmung von Nicole Hofmeister-Kraut, leider gegen die Stimmen der gesamten Opposition, dass wir eine Cybersicherheitsagentur in Baden-Württemberg aufbauen, die Wissenschaft, unsere Kenntnisse beim Thema Cybercrime, die Kenntnisse bei Unternehmen miteinander verknüpft, Lagebilder erstellt
sodass wir auch im Cyberraum alles dafür tun, eines der sichersten Länder auf diesem Globus zu sein. Das müssen wir jetzt anpacken und das haben wir, Gott sei Dank, getan. Stichwort Digitalisierung. Auch da haben wir gut geliefert. Wir haben über 1 Milliarde Euro in das Breitband an Landesgeld investiert. Wir fördern unsere Landkreise und Kommunen mit 90%, wenn sie Breitbandkabel verlegen. Und wir haben in diesem Zusammenhang dann auch 1,4 Milliarden Euro beim Bund abgeholt. Der zuständige Staatssekretär Bilger sagt immer, kein Land hat so viel Geld in Berlin für die Breitbandinfrastruktur abgefragt wie Baden-Württemberg. Dafür müssen wir uns nicht schämen. 2,5 Milliarden, 1 Milliarde Landesgeld, 1,5 Milliarden Bundesgeld für die Breitbandinfrastruktur. Das ist sehr viel. Über 1000 Gemeinden waren in einem Förderverfahren gewesen. Das sind 90% aller Kommunen in Baden-Württemberg. Und das ist für ein Flächen- und Technologieland ganz entscheidend. Als ich 2016 im Landtag gesagt habe, die Nicole wird sich vielleicht daran erinnern, wir wollen, dass auch der letzte Schwarzwaldhof das schnelle Internet bekommt, gab es ein großes Gelächter im Landtag. Haben sie gemacht, insbesondere von der Opposition. Ich war erst mal überrascht, bis ich begriffen habe, dass die gar nicht begriffen haben, warum eigentlich der Schwarzwaldhof schnelles Internet braucht. Selbstverständlich braucht das auch der Schwarzwaldhof. Wir brauchen das schnelle Internet in der Fläche, gerade auch in den ländlichen Räumen, überall, und das ist bei der Topografie in Baden-Württemberg teuer und schwierig. Es ist aber entscheidend wichtig, dass wir das machen. Und deswegen wird gegraben, gegraben, gegraben mit unseren Landkreisen und Kommunen zusammen und mit dieser starken Förderung von 90% durch den Bund und das Land Baden-Württemberg. Und wir buddeln nicht nur und verlegen Glasfaserkabel, sondern wir kommen auch gut voran. 2016 hatten 70% der Haushalte 50 Mbit. Inzwischen sind wir bei 93% der Haushalte, die 50 Mbit haben. Und 50 Mbit sind für so normale Videokonferenzen schon mal ganz okay. Wir müssen uns aber auch in die Gigabit-Welt Stück für Stück und Jahr für Jahr entwickeln. Und auch da haben wir einen gigantischen Sprung gemacht. 2016. Als Nicole Hofmeister-Kraut und ich in der Landesregierung begonnen haben, waren es 1,4% der Haushalte, die ein Gigabit hatten. Inzwischen sind es 55% der Haushalte, die ein Gigabit haben. Und damit sind wir vom Ende der Fahnenstange in die Spitzengruppe der Flächenländer vorgerückt. Wir liegen 10% über dem Bundesschnitt der Flächenländer, der dort bei 45% liegt, in Baden-Württemberg, wie gesagt, bei 55%. Damit sind wir noch nicht am Ende. Aber wenn ich überlege, wo wir im Jahr 2016 begonnen haben und gesagt haben, das wird ein Schwerpunkt der Arbeit der Landesregierung. Wir sind bereit, hier viel Geld zu investieren in die Digitalisierung, nicht nur in die Breitbandinfrastruktur, sondern auch in zahlreiche Digitalprojekte, auch im Wirtschaftsbereich, auch bei Start-up-Unternehmen, die Nicole kann dazu viel sagen, haben viele gestaunt in der Bundesrepublik Deutschland und wir haben Wort gehalten. Die Wahrheit ist sogar, wir haben mehr gemacht, als wir 2016 noch versprochen haben. Und vielen war das 2016 gar nicht klar, warum machen die das eigentlich? Und nach einem Jahr Corona, nach zahlreichen Videokonferenzen, mobilem Arbeiten, Homeoffice und anderem mehr, glaube ich, haben es mehr begriffen. Wie wichtig es ist, dass wir das schnelle Internet überall haben und überall hinbringen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Investitionen weitergehen. Wir sind nicht fertig. Wir haben einen guten Lauf. Wir haben die Weichen auch gut gestellt. Auch hier, bis der letzte Bürgermeister abrechnen wird, sind wir auch wieder Mitte der 20er Jahre.
Aber gleichwohl muss weiter investiert werden. Wir brauchen auch in der nächsten Legislaturperiode einen Milliardenbetrag für die Digitalisierung, auch weiterhin für die Breitbandinfrastruktur. Und es ist schön, dass die CDU das auch in ihrem Wahlprogramm so festgeschrieben hat, ganz konkret. Denn diese Zukunftsinvestition ist eine ganz, ganz entscheidend wichtige für ein Land wie Baden-Württemberg mit unseren tollen Unternehmen, die auch in den ländlichen Räumen ihren Sitz haben, aber auch für die Menschen, die in den ländlichen Räumen auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald oder natürlich im Zollernalbkreis leben. Und das wollen wir gerne fortführen. Und deswegen ist es wichtig, dass die CDU in 3 Tagen ein starkes Ergebnis bekommt. Und das will ich Ihnen vielleicht auch noch sagen. Also, es kann doch dem Wahlkreis gar nichts Besseres passieren, als dass Sie mit Dr. Nicole Hofmeister-Kraut eine tatkräftige und erfolgreiche Abgeordnete haben, die ihre Interessen vertritt. Und je besser ihr Wahlergebnis wird, also sie ist schon ausreichend motiviert, das kann ich Ihnen wirklich sagen, aber je besser das Wahlergebnis wird und mit noch höherer Motivation fährt sie nach Stuttgart, um die Interessen des Wahlkreises und ihrer Region dort weiterhin tatkräftig einzubringen. Ich arbeite mit Nicole Hofmeister-Kraut wirklich exzellent zusammen. Wir haben schon auch ein bisschen was bewegen können für unser Land. Und wir haben auch noch ein paar ganz gute Ideen, wie es weitergehen könnte. Lieber Thomas, vielen Dank für diese klaren Worte. Das waren Ansichten und Einsichten aus erster Hand, klar, verständlich und nachvollziehbar. Jetzt würde ich gerne zu Beginn eine Frage ganz konkret zu unserer Region stellen. Es ist mir gelungen, ich habe mich auch bei dir dafür stark gemacht, dass der Polizeiposten in Frommern erhalten bleibt. Das haben wir sehr begrüßt, weil mehr Polizistinnen und Polizisten auf die Straße zu bringen, das ist ja unser gemeinsames Ziel. Und auch das Polizeirevier Balingen steht unter großem Veränderungsdruck. Ich lade dich dann auch gerne mal persönlich ein, Wilfried Klenk. Dein Staatssekretär war schon hier. Es ist ein wirklich altes Gebäude und hat wirklich großen Bedarf, sich zu erneuern. Also entweder eine umfangreiche Renovierung oder ein neues Gebäude. Auch dafür habe ich mich eingesetzt. Wir sind im Finanzministerium, ihr als Innenministerium, jetzt schon in der Planung, in der Finanzplanung. Kannst du uns da noch etwas dazu sagen? Gibt es da neuere Erkenntnisse? Ich denke, das würde unsere Gäste auch sehr interessieren. Ja, das kann ich sehr gerne sagen. Die Unterbringung des Polizeireviers in Balingen, ja, das ist natürlich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Deswegen ist auch gehandelt worden. Im Dezember haben wir den Projektentwicklungsauftrag erteilt, wie die polizeilichen Einheiten in Balingen, das ist das Revier in Balingen, das ist das Kommissariat, das ist, wenn ich es recht weiß, die Verkehrspolizeiinspektion, wie das neu untergebracht werden kann. Dieser Projektentwicklungsauftrag ist erteilt. Wir erwarten im Herbst die Ergebnisse, also noch in diesem Jahr. Das heißt, hier geht es ganz, ganz konkret voran. Das ist auch der Initiative von Nicole Hofmeister-Kraut zu verdanken. Und was den Posten in Frommern angeht, gab es im Polizeipräsidium Überlegungen, dort eine andere Lösung zu finden. Und nachdem wir gespürt haben, dass es Widerstände gibt, haben wir das mal zunächst zurückgestellt. Der Posten bleibt selbstverständlich erhalten. Aber was die räumliche Unterbringung angeht, da bleiben wir miteinander im Gespräch. Entscheidend ist für mich, dass wir bei dem Revier Balingen einen konkreten Projektentwicklungsauftrag erteilt haben und jetzt konkret an der Unterbringung der polizeilichen Einheiten in Balingen gearbeitet wird. Vielen Dank, Thomas, auch für die klare Sage.
Wir würden nachher noch mal in die Diskussion eintreten über innere Sicherheit und Digitalisierung. Jetzt haben wir aber schon Fragen, auch natürlich zu Corona, die eingegangen sind. An dich von Tobias Moser. Wird es, wenn die Inzidenzen steigen, noch mal einen Lockdown geben? Du bist ja auch auf Bundesebene sehr, sehr gut vernetzt, lieber Thomas, und hast da natürlich auch von Seiten des Kanzleramtes Informationen aus erster Hand. Kannst du hier eine Einschätzung geben aus deiner Sicht, wie sich das entwickelt? Das kann ich natürlich nicht beantworten. Ja, wir haben im Augenblick in Crailsheim, das ist so ganz im Nordosten des Landes, eine schlimme Entwicklung bei den Inzidenzen, sodass, wenn ich es heute richtig gelesen habe, dort auch die Schulen wieder zugemacht werden müssen und erst vermutlich nach den Osterferien wieder geöffnet werden. Ja? Und wenn man Inzidenzen hat, die bei 400, 500, 600 lägen, kann natürlich niemand ausschließen, dass das wieder entsprechende Folgen hat. Nicht? Deswegen müssen wir nach wie vor achtsam sein. Wir haben ja die Zahlen in Baden-Württemberg, die im Schnitt über 200 lagen, ganz ordentlich zurückentwickeln können in die Gegend von 50. Ja, das zeigt, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch erfolgreich gewesen sind. Wir sind aber noch nicht überm Berg. Das muss ich einfach aus meiner Sicht so sagen. Der R-Wert ist so knapp unter 1, wenn es gut geht, aber er geht nicht so richtig runter. Und wir haben natürlich mit der Südafrika-Mutante und der britischen Mutante B117 noch einmal besondere Herausforderungen. Deswegen ist Vorsicht angesagt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aus mehreren Gründen auch Veranlassung, hoffnungsfroh zu sein, ja, dass wir es in den Griff bekommen. Das ist zum einen natürlich das Impfen. Ich weiß, es ist nicht genug Impfstoff da. Es wird sich aber in den nächsten Wochen ändern. Und dann wird sehr, sehr viel geimpft werden. Was viele vergessen, wir haben jetzt schon durch das, was wir geimpft haben, nämlich sehr, sehr viele alte Menschen und vulnerable Menschen, die Anzahl derer, die sterben an oder mit Corona, deutlich zurückführen können. Und auch in den Krankenhäusern ist eine deutliche Entlastung eingetreten. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ja? Das war genau unser Ziel gewesen. Ja? Es ist ungefähr noch ein Drittel von den Corona-Betten belegt, wie das vor wenigen Wochen Ende des vergangenen Jahres noch der Fall gewesen ist. Und das will ich mal sagen, das ist wichtig. Ja? Weil immer Corona-Intensivbett zu liegen, ist kein Vergnügen. Ja? Oder an der Beatmung zu hängen, auch nicht für jüngere Menschen. Da kommst du nimmer so raus, wie du reingegangen bist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Weg auch diszipliniert weitergehen. Dafür haben wir uns in der CDU sehr eingesetzt, dass wir jetzt aber viel, viel breiter testen, auch asymptomatische Personen testen und damit Menschen identifizieren, die gar nicht wissen, dass sie Corona infiziert sind. Die Infektionsketten zurückverfolgen können und sie brechen können und gleichzeitig verhindern, dass jemand unwissentlich viele andere Menschen ansteckt. Und natürlich durch das Impfen glaube ich, dass wir eher eine gute Entwicklung Richtung Frühjahr und Richtung Sommer nehmen werden. Und wir tun selbstverständlich alles dafür, dass die Zahlen unten bleiben, dass wir einen erneuten Lockdown vermeiden können. Das ist unser ganzes Ziel. Aber ganz offen gesprochen, eine Garantie dafür geben kann letztlich niemand, weil, wie gesagt, wir haben lokale Geschehnisse aktuell in Crailsheim, die einem schon auch große Sorgen durchaus machen. Aber es gibt auch noch einmal durch das Testen und durch das Impfen, auch durch eine Optimierung der Arbeit an den Gesundheitsämtern gibt es schon begründete Hoffnung, dass das Schritt für Schritt im Frühjahr sich besser entwickelt, ja, und Richtung Sommer
wir dann vielleicht tatsächlich eine entspanntere Lage bekommen. Vielen Dank, Thomas, für deine ehrlichen Worte und die klare Einschätzung. Ich denke auch, über das vermehrte Testen und das vermehrte Impfen werden wir Schritt für Schritt zu einer Entspannung der Situation kommen. Wir sind hier im Kreis Zollernalbkreis bei einer Inzidenz von unter 50 und im Nachbarkreis Tübingen ist ja ebenfalls weit unter 50 und wir strengen uns alle an, dass dies auch so bleibt, denn es ist natürlich schon befreiend, wenn der Einzelhandel wieder geöffnet sein darf, wenn man wieder zum Friseur gehen kann und eben ein Stück Normalität zurückbekommt. Aber ich denke wirklich, wir sehen hier Licht am Ende des Tunnels und wir müssen jetzt gemeinsam noch die nächsten Wochen durchhalten. Aber ich bin da auch guten Mutes. Vielen Dank, Thomas, hier auch für deine klaren Worte. Jetzt kommt eine Frage zur Landtagswahl. Herr Thomas Kassan hat gefragt, würden Sie auch mit der SPD und der FDP eine Regierung bilden? Du als Landesvorsitzender bist dann natürlich der richtige Ansprechpartner. Thomas? Naja, auch da will ich ganz offen und ehrlich meine persönliche Meinung sagen. Es ist meine ganze Überzeugung, dass wir in den vergangenen 5 Jahren gemeinsam mit den Grünen eine stabile und eine verlässliche Regierung hatten. Das war in der Krise wichtig. Und es war nicht nur eine stabile und verlässliche Regierungsarbeit fürs Land, sondern sie war auch der Zukunft zugewandt. Also gerade Stichwort Digitalisierung, ja, was wir hier in die Wege geleitet haben, ganz konkret, also beispielsweise bei der Breitbandinfrastruktur, ja, das wird vergraben werden bis Mitte der 20er Jahre. Ja. Und die letzten Polizistinnen und Polizisten, die ich in die Ausbildung genommen habe, von den 9.000, die werden mit ihrer Ausbildung auch erst Mitte der 20er Jahre dann auf die Straße kommen. Das heißt, vieles von dem, was wir gemacht haben, wird man erst in den nächsten Jahren sehen. Die Polizei auf der Straße, dass wir zunehmend flächendeckend überall das schnelle Internet haben und anderes mehr. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir die Zusammenarbeit mit den Grünen fortsetzen. Selbstverständlich mit der CDU auf Platz 1. Das ist ja klar. Für uns ist mit Ausnahme der Linken und der AfD auch eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien selbstverständlich möglich. Mit der SPD nicht so ganz einfach, weil wir sind hier mit der Wirtschaftsministerin zusammen. Wir schon alles dafür tun müssen, dass unsere Unternehmen gut aus der Krise kommen. Und die SPD hat sich klar entschieden für einen Weg der Steuererhöhung. Einführung einer Vermögenssteuer, Erhöhung der Erbschaftssteuer, Erhöhung der Einkommenssteuer. Und das trifft unsere Familienbetriebe, das Handwerk, den Mittelstand. Und wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir wollen, dass investiert wird und dass Innovation Geltung verschafft wird. Investieren und Innovationen fördern. Das ist unser Weg. Und die FDP in Baden-Württemberg, naja, wenn ich da so an die Landtagssitzungen zurückdenke und die FDP, man weiß ja nicht, woran man ist. Ja? Also das letzte Mal wollten sie gar nicht regieren. Und ich war bei den Jamaika-Verhandlungen dabei gewesen und habe erlebt, mit welch leichter Hand für einen billigen Fernsehauftritt man sich der Verantwortung fürs Land entzogen hat. Und dann ist mal anders, dann will man unter allen Umständen regieren. Jetzt sagt die FDP, regieren, egal mit wem, am liebsten mit der CDU, aber auch mit der SPD und auch mit den Grünen und mit Kretschmann, aber auch mit jemand anders. Das finde ich schon sehr, sehr beliebig. Jetzt würde ich mal Folgendes sagen. Ja, jetzt noch 3 Tage und dann schauen wir mal, wie das Wahlergebnis wird und arbeiten dafür, dass die CDU möglichst stark wird und dann geht es ums Land und wie bekommt das Land Baden-Württemberg wieder eine stabile und eine verlässliche Regierung,
damit wir weiter gut durch diese Krise kommen und dann insbesondere auch für die Wirtschaft die Weichen richtig stellen, dass wir schnell wieder gut aus der Krise auch ökonomisch herauskommen und die vielen Schulden, die wir gemacht haben, das will ich auch mal so nebenbei noch erwähnen, dann auch gut wieder zurückbezahlen können und das nicht alles künftigen Generationen stehen lassen. Die haben nämlich vielleicht auch mal noch eine Krise in den nächsten 30 Jahren. Und das schaffen wir am besten, wenn wir eine gut florierende Wirtschaft haben, wo Erträge erwirtschaftet werden, dann bezahlen die Unternehmen auch gut Steuern und dann sind wir auch in der Lage, die Finanzwirtschaft, die Haushaltswirtschaft wieder in Ordnung zu bringen. Ich genauso wie du, nur über wirtschaftliches Wachstum, über technologischen Fortschritt, über Innovation, können wir auch Corona und auch die ganzen Verpflichtungen, auch finanziellen Verpflichtungen, die wir jetzt zusätzlich eingegangen sind, um eben die Betriebe, die Unternehmen zu unterstützen, dass wir sie nicht verlieren, die ja im Aufbau dann auch wieder tatkräftig unterstützen, die gebraucht werden, die auch jetzt gebraucht werden, dass wir das nur über Zukunftsgestaltung entsprechend kompensieren können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch von anderen Parteien unterscheidet. Wir dürfen jetzt nicht unsere Unternehmen und unsere Leistungsträger strangulieren, denn sonst sehe ich auch große Schwierigkeiten, was die finanzielle Situation unseres Landes angeht. In diesem Zusammenhang passt jetzt ganz gut auch die nächste Frage von Herrn Albies. Albies ist im Bereich E-Mobilität und in Bereichen Wasserstoff und Hybrid tätig. Es ist ihm aber auch wichtig, dass, er sagt, die Grüne Partei, das Aus des Benzin- und Dieselautos nicht so propagieren sollte, wie sie das im Moment tun. Er sagt, teilweise sind die Verbrennungsmotoren in der Umweltbilanz, was die CO2-Emissionen über die gesamte Wertschöpfung hinweg betrachtet angeht, wesentlich besser. Er sagt, Hersteller von Verbrennungsmotoren wandern ins Ausland ab. Was läuft da falsch? Lieber Thomas. Thomas, wir können dich nicht hören, du musst das Mikro an. Entschuldigung. Ja, das Schöne an der CDU ist, dass wir auch in dieser Frage im Unterschied zu anderen so eigentlich wenig Ideologie haben, sondern wir gehen das ganz pragmatisch an und ich glaube, es wird eine ganz starke Kraft werden, die das letztlich entscheiden wird. Das ist nämlich der Markt und diejenigen, die die Automobile kaufen. Meine feste Überzeugung ist, dass der Verbrenner noch eine lange, lange Zukunft hat. Insbesondere bei den Lastkraftwagen, ja, aber beispielsweise auch im Flugverkehr, im Schiffsverkehr, stellen Sie sich mal einen LKW mit einer Batterie vor, der bis Hamburg fahren soll. Das geht. Nur musst du so viele Batterien auf den LKW draufladen, dass ansonsten nichts mehr draufladen kannst. Und das ist nicht der Sinn eines Lastkraftwagens. Also wird der Verbrenner hier gebraucht werden, wie der Verbrenner betrieben wird, ob mit synthetischen Kraftstoffen, ob mit Wasserstoff, was auch immer, das wird die Entwicklung zeigen. Das müssen auch Politiker nicht an einem Schreibtisch entscheiden, sondern das entwickeln Ingenieure und letztlich die, die die Autos kaufen, werden die Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite für Verkehre, Kurzstreckenverkehre, insbesondere in Großstädten, glaube ich schon, dass die E-Mobilität eine Rolle spielen wird. Deswegen, ja, also bei der FDP zum Beispiel, wenn die E-Mobilität höre, dann ist das ja bei denen wie auf der Wahlplakate, ja. Dann kommen die da irgendwie, kriegen sie Zuckungen und so weiter. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass auch der Elektromotor eine Rolle spielen wird auf kurzen Distanzen, aber deswegen darf man nicht nur fokussiert sein auf die E-Mobilität. Vermutlich wird es in einigen Jahren ein Mix sein, aber in diesem Mix wird nach meiner ganzen Überzeugung der Verbrenner eine entscheidende Rolle spielen. Und wir haben als Politiker vor allem eine entscheidende Aufgabe. Ja. Bei uns ist vor weit über 100 Jahren in Baden-Württemberg das Auto erfunden worden. Es war im Übrigen eine Frau, die dem Auto den Durchbruch verschafft hat, ja. Die Bertha Benz,
die sich dann mit ihren zwei Kindern auf diesen gefährlichen Karren gehockt hat und die erste Fahrt mit einem Automobil gemacht hat. Und seither werden die besten Automobile der Welt in Baden-Württemberg gebaut. Und das muss unser Ziel sein für die 20er Jahre und für das 21. Jahrhundert. Dass das beste Automobil, das im Übrigen künftig, das ist die noch spannendere Frage als die des Antriebs, ein Automobil sein wird, nämlich dauert noch einige Jahre ein selbstfahrendes Auto, dass wir diese Autos weiter in Baden-Württemberg bauen. Nicole Hofmeister Kraut und auch ich, wir bekennen uns klar dazu, dass wir auch industrielle Produktion in unserem Land in Zukunft brauchen. Und selbstverständlich spielt die Automobilproduktion hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wie auch der Maschinenbau, Elektro und anderes mehr. Und deswegen haben wir keine ideologischen Vorbehalte in keine Richtung, weder gegen den Verbrenner noch gegen das E-Auto, sondern wir sind technologieoffen und wollen die Rahmenbedingungen so setzen, dass ja, das beste Auto auch weiterhin dort gebaut wird, wo es erfunden worden ist und wo es seit über 100 Jahren mit großem Erfolg gebaut wird. Vielen Dank, Thomas. Ja, in der Tat, wir sind hier die Leitregion der Mobilität und zwar auch der Mobilität der Zukunft. Wir haben ein ausgezeichnetes Fundament, auch mit unserem starken Mittelstand, mit den vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die in ihren Bereichen in vielfacher Hinsicht auch Hidden Champions sind. Und wir müssen technologieoffen als Politik unseren Unternehmen die Spielräume aufzeigen und die Spielräume auch geben, dass sie die besten Technologien entwickeln. Übrigens auch, und das sage ich immer in diesem Zusammenhang, im Kampf gegen den Klimawandel, um Klimaneutralität möglichst zeitnah auch zu erreichen, können wir aus Baden-Württemberg heraus einen wesentlichen Beitrag leisten, indem wir eben über Innovation, über technologischen Fortschritt hier kluge Lösungen finden. CO2-Reduzierung, da können wir uns ebenfalls oder wir müssen uns ebenfalls bemühen. Aber da sind die Auswirkungen aufgrund eben unserer geringen Größe begrenzt. Deswegen müssen wir hier auf Innovation, auf unsere Wirtschaft setzen. Und das ist eben auch, denke ich, in den nächsten Jahren eine ganz wichtige Weichenstellung, wie wir unsere Wirtschaft begleiten. Und da sind wir als CDU eben auch die Partei, die hier diesen Schwerpunkt setzt im Bereich Innovationsförderung, technologischer Fortschritt. Das ist uns wichtig. Denn das ist die Antwort, die wir geben können, auch auf die großen Fragen dieser Zeit. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir haben ja am Dienstag auch im Kabinett darüber diskutiert. Thomas Strobel, du hast dargelegt, die Entwicklungen in den letzten 5 Jahren, auch im Bereich Breitbandausbau. Wir haben uns zur digitalen Leitregion entwickelt und wollen diesen Weg auch konsequent weitergehen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um den Menschen eben Sicherheit zu geben. Stichwort Cybersicherheit, du hast es ja auch schon angesprochen. Aber auch, und ich denke, das ist auch, also ich finde es zumindest spannend und interessant, wir müssen eben auch als Verwaltung digitaler werden. Das Online-Zugangsgesetz ist ja verabschiedet, gibt hier auch klare Zeiträume vor. Lieber Thomas, könntest du noch etwas konkreter werden zum Stichwort Cybersicherheit, zur Cybersicherheitsagentur, die ja jetzt auch Anfang des Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat? Denn das betrifft, wie gesagt, die Polizei, aber eben auch ganz stark unsere Wirtschaft. Und dann bitte auch noch zur Verwaltung, zur Digitalisierung auch der Landesverwaltung. Dann bis hin, es wird ja dann heruntergebrochen, auch Regierungspräsidien, Kommunen, da gibt es ja eine Agenda und du setzt dich da in besonderer Weise ja auch dafür ein. Vielleicht nochmal an das Automobil anknüpfend und auch sagen wir mal, an den Klimaschutz, was Nicole Hofmeister Kraut gesagt hat, will ich mal nur sagen, wir sind ja auch erfolgreich unterwegs gewesen. Die Luft in den Städten ist ja deutlich besser geworden. Ja? Das gilt sowohl für den Feinstaub wie auch für NOx-Belastung. Wir haben im Grunde genommen in Baden-Württemberg keine Stadt mehr, wo wir die Grenzwerte überschreiten.
Und das hängt vor allem damit zusammen, dass moderne Motoren verstärkt zum Einsatz kommen, die eben weniger emittieren und durch diese Modernisierung der Fahrzeugflotte, also durch Technologie, schaffen wir es, dass die Luft besser und sauberer wird. Und genau das ist der richtige Weg, durch Innovation, durch Technologie dann auch mehr Klimaschutz zu erreichen. Bei der Digitalisierung zum Thema Cybersicherheit, ich kann vielleicht noch mal, weil das auch für die Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, die Cyberwehr haben wir jetzt seit einigen Jahren im Echtbetrieb. Jedes Unternehmen, das seine, also das Thema Cyber-Attack, ja, ist ein Thema, das viele, viele Unternehmen, im Übrigen auch zunehmend Privatleute, betrifft. Wir haben ein großes Dunkelfeld. Wir wissen gar nicht genau, wie viele davon betroffen sind. Und es ist heute leider an der Tagesordnung, dass nicht nur große Unternehmen erpresst werden, sondern auch der niedergelassene Arzt, der Steuerberater. Ja? Also das geht so nach dem Motto, wenn Sie nicht bezahlen, die Summen haben sich ungefähr verzehnfacht. Früher waren das mal so 5.000 Euro, heute sind wir eher in der Größenordnung von 50.000 Euro. Natürlich zahlbar in Kryptowährung, in Bitcoins. Dann verschwinden Ihre ganzen Patientendaten oder die Mandantendaten des Steuerberaters. Und viele bezahlen. Ja? Also lassen sich auf die Erpressung ein, aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich haben sie kein Interesse daran, dass diese Daten dann im Netz irgendwo vercheckt werden. Manche, vermute ich, haben auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass sie vielleicht die Daten doch nicht so gut geschützt haben, wie sie hätten schützen können, Klammer auf, vielleicht auch müssen, Klammer zu. Und da gibt es die Cyberwehr, die in solchen Fällen hilft, beispielsweise auch verschwundene Daten wiederherzustellen. Und das ist etwas, wo wir insbesondere für mittelständische und kleinere Unternehmen Gewerbetreibende eingerichtet haben, einmalig in Deutschland, wahrscheinlich ganz Europa. Das ist sehr erfolgreich und deswegen haben wir das jetzt auch ausgerollt und ausgebreitet auf ganz Baden-Württemberg. Und ich habe die Cybersicherheitsagentur erwähnt, mit der wir uns für die 20er Jahre gut aufstellen wollen, die wir im Augenblick aufbauen. Der Landtag von Baden-Württemberg hat mit Unterstützung von Nicole Hofmeister-Straut uns 80 Stellen für die Cybersicherheitsagentur genehmigt. Die ersten 30 Stellen konnten wir besetzen. Das ist nicht trivial, IT-Spezialisten sozusagen für den öffentlichen Dienst zu verpflichten. Das ist aber auch nicht unmöglich. Stück für Stück kommen wir da ganz, ganz gut voran. Bei dem Stichwort Digitalisierung der Verwaltung haben wir insgesamt in Deutschland Luft nach oben. Das muss man ganz klar sagen. Nicole Hofmeister-Kraut hat das Onlinezugangsgesetz erwähnt. Das verpflichtet uns, alle Verwaltungsleistungen bis Ende des nächsten Jahres digital anzubieten. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Dann kommt das Amt zum Bürger. Nicht mehr der Bürger muss aufs Amt. Das müssen wir allerdings mit den Kommunalen zusammen machen, weil ich würde mal sagen, 90% der Verwaltungsleistungen, die ein normaler Bürger in Anspruch nimmt, geht er ja nicht zum Land oder zum Bund, sondern er geht auf sein Rathaus, auf sein Landratsamt. Und dort müssen wir es schaffen, dass Hund anmelden, Hund abmelden, Wohnung ummelden, Ausweis beantragen und anderes mehr Stück für Stück digitalisiert wird. Das machen wir über Service Baden-Württemberg. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit nochmal Gas gegeben, den Universalprozess, den Standardprozess entwickelt und haben uns da so an die Spitze auch in der Bundesrepublik Deutschland begeben. Und meine Fachleute sagen mir, wir werden schneller, als wir durch das OZG verpflichtet sind, das Ziel in Baden-Württemberg erreichen. Das heißt, im nächsten Jahr werden im Grunde genommen alle Verwaltungsleistungen online erledigt werden können, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also zum Heiraten wird man wahrscheinlich auch künftig aufs Amt gehen, da man jedenfalls so ältere Menschen wie ich gehen immer davon aus, dass man das nicht so arg oft macht und deswegen das eine Mal im Leben aufs Rathaus zu gehen, ist dann ganz in Ordnung. So ist jedenfalls die Zielsetzung und da wird es
eine kolossale Dynamik noch in diesem und im nächsten Jahr hoffentlich geben. Die Weichen dafür sind jedenfalls gestellt. Ich denke auch, Corona hat nur negative Folgen, aber etwas Positives bringen wir mit Corona in Verbindung. Und das ist wirklich die zunehmende Digitalisierung. Das wird uns eben auch in der Verwaltung jetzt helfen. Der Druck ist groß geworden und die Bereitschaft, das jetzt auch umzusetzen, ebenfalls. Also wir sind da, denke ich, auch auf einem guten Weg. Übrigens die Landesbauordnung ab dem 01.01.2022 kann die eben jetzt auch digital abgegeben werden, wenn man einen Bauantrag stellt. Das haben wir in der Landesbauordnung jetzt so festgelegt. Also auch da sind wir schon einen wichtigen Schritt als Land gegangen. Der digitale Bauantrag wird ab 01.01.2022 möglich. Jetzt kam noch eine Frage, die, denke ich, ich gerne beantworte. Und zwar passt vielleicht jetzt auch in diesen Zusammenhang Cybersicherheit. Es kam die Frage, warum die Hilfen jetzt ausgesetzt wurden wegen der Betrugsfälle auf Bundesebene. Hier gibt es jetzt vorläufige rechtlich notwendige Sicherheitsmaßnahmen, die aufgrund von eben Missbrauchsfällen, die jetzt aufgedeckt worden sind, notwendig waren. Es handelt sich aber jetzt nur um die Abschlagszahlung auf Bundesebene, die aber in Kürze, sind Sie sich sicher, wieder aufgenommen werden. Die Auszahlungen, die Restauszahlung, die Bearbeitung der Anträge auf Landesebene, die erfolgt weiterhin. Also die Restauszahlungen, die laufen und in Kürze werden auch wieder die Bundeshilfen ausbezahlt auf Bundesebene. Die Abschlagszahlungen sind ja insgesamt Bundeshilfen. Lieber Thomas Strobel, jetzt vielleicht doch nochmal eine Frage zum Schluss zur inneren Sicherheit und dann würden wir auch zum Ende kommen. Stichwort Krawallnacht in Stuttgart. Was sind die Ursachen der zunehmenden Aggressivität und auch Gewaltbereitschaft gegenüber den Kräften der Polizei, aber auch der Feuerwehr, auch des DRK und der Notfallstationen? Und wie können wir dem entgegenwirken? Du hast ja schon einige Wege aufgezeigt, aber vielleicht auch noch ein Wort dazu, denn das hat uns alle doch damals sehr bewegt in ganz Baden-Württemberg. Das stimmt, liebe Nicole Hofmeister-Kraut, die frühen Morgenstunden am Sonntag, 21. Juni, die haben wir ja alle noch so vor unserem geistigen Auge und da ist irgendwas verrutscht. Diese Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten geht gar nicht. Aber wie krank muss man eigentlich sein, um einen Rettungswagen anzugreifen, ja? In dem zwei Sanitäter im Polohemd sitzen? Das akzeptieren wir nicht. Und die erste Antwort ist die eines starken Rechtsstaates. Wir haben inzwischen 140 Tatverdächtige identifiziert. Die meisten davon waren gleich einmal in Untersuchungshaft. Der Großteil davon in Stuttgart-Stammheim. Entgegen weit verbreiteten Gerüchten, dass es dort kuschelig ist wie im Wohnzimmer, kann ich sagen, das ist nicht so. Also ein Aufenthalt in Stammheim vergisst du nicht. Und zwar für den Rest deines Lebens. Dort waren die meisten dann, und Sie lesen das ja auch in den Zeitungen, die Gerichte haben inzwischen harte Strafurteile gefällt. Ich habe jetzt gelesen, jüngst gab es wieder ein Urteil für einen 17-Jährigen mit über 3 Jahren Gefängnis ohne Bewährung. Also wir haben 140 Tatverdächtige. Wir haben erste Verurteilungen zu mehrjährigen Haftstrafen ohne Bewährung. Und ich glaube, das ist unter generalpräventiven Gesichtspunkten auch schon mal sehr wichtig, dass das kein Jux und kein Spaß ist, was dort passiert ist. Wir haben etwas gemacht jetzt diese Woche, was wir ganz selten machen, eine sogenannte Öffentlichkeitsfahndung. Sie erinnern sich vielleicht so an alte Westernfilme. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so guckt, wo so Steckbriefe an Bäume genagelt werden. Das haben wir im digitalen Bereich gemacht, dass wir Tatverdächtige, die wir noch nicht ermitteln konnten, von denen wir aber entsprechende Videoaufnahmen, entsprechende Bilder haben. Diese Bilder haben wir vor allem ins Netz gestellt und sind schon wieder gleich einmal eine Handvoll Tatverdächtiger mehr geworden, die sich teilweise auch freiwillig gemeldet haben. Damit will ich Ihnen sagen, wir lassen nicht locker.
Ich habe gleich gesagt, wir werden euch kriegen. Keiner von euch wird nachts ruhig schlafen. Wir werden euch fangen. Und das haben wir seit diesem 21. Juni auch gemacht. Und das ist ein starker Rechtsstaat und die Konsequenzen sind sehr, sehr klar. Und natürlich müssen wir auch andere Dinge außer der Polizei. Und ein zweiter Punkt ist wichtig. Ja? Viele Menschen haben mich dann gefragt, haben gesagt, wann kommt denn die nächste Krawallnacht? Und ich habe gesagt, wir werden alles dafür tun, dass das nicht mehr passiert. Und es hat eine zweite Krawallnacht in Baden-Württemberg, Gott sei Dank, nicht gegeben. Und wir werden alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Und unsere Polizei leistet auch hier eine hervorragende und exzellente Arbeit. Und wir müssen natürlich weitere Dinge tun im Bereich der Prävention, auch im Bereich der Jugendsozialarbeit. Deswegen habe ich beispielsweise mit der Stadt Stuttgart dann eine Sicherheitspartnerschaft abschließen können. Die hatte ich schon in der Schublade liegen, Gott sei Dank, gleich nach dem 21. Juni. Und es wird jetzt in Stuttgart Videoüberwachung beispielsweise geben. Diese Vereinbarung hat noch der grüne Oberbürgermeister unterschrieben. Und ich bin ganz sicher, dass wir unter dem neu gewählten Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Knopper gerade in Stuttgart dann in diesem Mehrklang Prävention, Jugendsozialarbeit, aber auch ein starker Rechtsstaat, der für die Einhaltung von Recht und Ordnung es sorgt, auf dem richtigen Weg in Baden-Württemberg sind. Und das Schöne an unserem Land im Unterschied zu anderen Bundesländern ist, dass ja solche und andere Ereignisse nicht auf der Tagesordnung stehen, sondern wir im Grunde genommen, Gott sei Dank, solche Krawalle wirklich nur sehr, sehr selten haben. Ich habe ja mal 18 Jahre als Gastarbeiter in Berlin gelebt. In Berlin sind leider solche Dinge Alltag. Und da sorgen wir dafür, dass das in Baden-Württemberg nicht passiert. Der Grundsatz heißt, wehret den Anfängen. Bei uns gibt es keine rechtsfreien Räume und Menschen, die so etwas machen, die Polizistinnen und Polizisten angreifen, die Flaschen und Steine auf einen Rettungswagen werfen, die Geschäfte zerstören, müssen bei uns mit harten, ja mit ganz harten Konsequenzen rechnen. Und das ist auch die Folge dieser Krawallnacht gewesen. Und ich kann nur sagen, gut, dass wir einen funktionierenden und auch konsequenten Rechtsstaat haben. Und in Baden-Württemberg werden diese Dinge auch durchgesetzt. Vielen Dank, lieber Thomas Strobel. Danke für diese klaren Worte. Ich möchte mich aber auch bedanken. Unser Dank gilt auch unserer Polizei, unseren Rettungskräften. Ohne sie wäre Sicherheit nicht möglich. Also danke an dieser Stelle auch an Sie ganz besonders. Innere Sicherheit ist wichtig für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Ein friedliches, ein gewaltfreies und wertschätzendes Mit- und Nebeneinander bereichern unsere Gesellschaft und machen sie erst lebenswert. Baden-Württemberg gehört zu den sichersten Bundesländern. Dies wird laut einer Studie auch von 86% unserer Bevölkerung so gesehen. Die Kriminalitätsbelastung ist auf dem niedrigsten Stand seit 1984. Die Aufklärungsquote bei Straftaten liegt bei 64%. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben viel dafür getan und wir werden weiter viel dafür tun müssen. Auch bei der Polizei hier direkt vor Ort im Wahlkreis ist es mir gelungen, den Polizeiposten in Frommern zu erhalten. Das war ein wichtiger Schritt. Das Polizeirevier in Balingen wird in naher Zukunft, Thomas Strobel hat es auch heute noch mal bestätigt, entweder komplett saniert oder es entsteht ein Neubau. Dass insgesamt auch die Digitalisierung im Zusammenhang mit innerer Sicherheit eine wichtige Rolle spielt und dass wir eben die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, haben wir im Zollernalbkreis in den letzten 5 Jahren durch 73 Breitbandprojekte mit insgesamt 10,2 Millionen Euro Förderung auch weiter vorangebracht. Dies werden wir in den kommenden Jahren fortsetzen, denn Digitalisierung ist der Schlüssel in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens. Deshalb bedanke ich mich herzlich bei dir, lieber Thomas, für deine Bereitschaft, heute bei uns im Wahlkreis mit uns ins Gespräch zu kommen, unsere Fragen und Antworten zu diskutieren, auch Perspektiven
aufzuzeigen. Und ich möchte Ihnen recht herzlich Danke sagen. Schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie sich beteiligt haben an dieser lebendigen Diskussion. Und denken Sie dran, in 3 Tagen finden die Landtagswahlen statt. Gerne würde ich weiter für Sie persönlich, für unsere Heimat und für unser Land meine Arbeit im Landtag von Baden-Württemberg fortsetzen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre Stimme schenken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald.